Am 22. September 2013 sind Bundestagswahlen. Grund genug für die Parteien, sich ihren potenziellen Wählern vor Ort zu präsentieren. Genau wie die SPD, die zu einer Veranstaltung auf dem Heidelberger Universitätsplatz am 13. September eingeladen hatte. Es sind noch 9 Tage bis zur Bundestagswahl. Noch 9 Tage, bis Sie über die nächsten 4 Jahre, über den Kurs der nächsten 4 Jahre entscheiden können. Sie haben es in der Hand und deswegen ist es gut, dass Sie heute hier sind. Mein Name ist Karl-Philipp Schülpe, ich werde Sie heute durch das Programm führen. Mehrere hundert Menschen folgten dieser Einladung und hörten den Ausführungen von Katja Mast, der SPD-Generalsekretärin, Dr. Lothar Binding, dem Bundestagsabgeordneten der SPD, Dr. Lars Castellucci, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der Partei und von dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, zu. Waren die Redner überzeugend? Wir haben reingehört. Wir wollen den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn für Deutschland. Es ist bitter Zeit. Wir wollen ein Entgeltgleichheitsgesetz. Wir wollen, dass Frauen und Männer das Gleiche verdienen, wenn sie auch das Gleiche arbeiten. Und wir sorgen dafür, dass das Betreuungsgeld das Gesetz mit der kürzesten Laufzeit sein wird. 2 Milliarden statt ins Betreuungsgeld wollen wir direkt investieren in Kindertagesstätten. Da wird es gebraucht für Wahlfreiheit von Müttern und Vätern. Und wir rennen ja im Moment alle rum. Lothar, Katja und die anderen im Land, die Treppen rauf, die Treppen runter und um die Häuser. Das sind auch die Sachen, wo die Leute uns drauf ansprechen. Ja? Die sagen, es ist doch absurd, dass jemand in Deutschland, der Vollzeit arbeitet, anschließend noch zum Staat gehen muss und von Steuermittern aufgestockt wird. Es ist doch absurd, wenn Frauen arbeiten wollen, sie können es nicht, weil die Betreuungssituation nicht ausreicht. Also das sind die Themen, die den Menschen umtreiben. Und deswegen glaube ich, die Sozialdemokratie hat am 22. September alle Chancen. Vor allem, wenn Sie und ihr alle mithelfen. Naja, die Bundesregierung tut so, als sei in Griechenland und Portugal das mit der Jugendarbeitslosigkeit ganz schlimm, aber bei uns nicht. Und wenn man da die Zahlen anschaut, dann kann man zuerst mal auch sagen, naja, stimmt ja. Aber dass in dem Übergangssystem 300.000 junge Menschen stecken, die nicht in der Statistik vorkommen, die in irgendwelchen Maßnahmen stecken, wo wir nicht wissen, ob sie einen Ausbildungsplatz bekommen. Dass wir in Deutschland 1,5 Millionen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 25 und 35 haben, die keine Berufsausbildung haben. Gleichzeitig aber Fachkräftebedarf in der Pflege, Erziehung, in der Wirtschaft haben und wissen, wir brauchen die Leute gut ausgebildet. Und diese Bundesregierung tut erstens nichts für die Ausbildung der jungen Leute, noch viel schlimmer. Sie kürzt das Geld für die Maßnahmen so stark, dass man sie auch nicht mehr richtig in Ausbildung über die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter fördern kann. Und deshalb geht es auch bei der Bundestagswahl darum, gibt es eine Bundesregierung, die sagt, ja, wir wollen jeder junge Mensch, jeder Jugendliche, jeder junge Erwachsene soll eine zweite, vielleicht auch eine dritte oder eine vierte Chance auf Ausbildung bekommen. Weiß jemand zufällig, wie viel wir an Griechenland schon verdient haben? Manche denken ja, wir haben an Griechenland, da haben wir mal ein paar Milliarden gegeben. Das war aber nur ein Kredit. Was müssen die eigentlich für den Kredit bezahlen? Zinsen. Wir haben große Bürgschaften übernommen. Was müssen die eigentlich für Bürgschaften bezahlen? Bereitstellungsgebühr. Und beides zusammen macht gut 300 Millionen aus und die haben wir bekommen. Es ist nicht so, dass wir den Griechen schon mal was geschenkt hätten. Aber den Menschen dort geht es trotzdem schlecht. Warum geht es den Menschen schlecht? Weil wir etwas gemacht haben, das wir in Deutschland uns nie getraut hätten. Kann sich jemand erinnern, was wir gemacht haben, als es in Deutschland schlecht ging? Lehman Brothers, darf man jetzt wieder Lehman Brüder sagen, Krise? Da haben wir Geld in die Hand genommen. Wer hat das eigentlich gemacht? Der Peer Steinbrück? Der Frank-Walter Steinmeier und der Olaf Scholz, die haben gesagt, lass uns Konjunkturprogramm 1 machen, Konjunkturprogramm 2, lass uns Kurzarbeit, und das war sehr teuer vom Staat, lass uns Kurzarbeitergesetze machen, und plötzlich haben alle gesagt, ach, wir sind ganz gut durch die Krise gekommen. Was haben wir in Griechenland gemacht? Den Griechen ging es schlecht. So ähnlich wie bei uns in der Lehman-Krise. Was haben wir da gemacht? Wir haben die Mindestlöhne um 22% gekürzt. Wer hat das eigentlich beschlossen? Hat das ein Parlament beschlossen? Die Antwort ist nein. Das hat eine Troika beschlossen.
Also das ist irgendwie so eine Gruppe aus drei. Wer sind diese drei? Die EZB ist eine Bank, nicht demokratisch gewählt. Die Kommission, die Europäische Kommission, ist eine Kommission, nicht demokratisch gewählt. Und der IWF ist sowas ähnliches wie eine Bank, der Internationale Währungsfonds, auch nicht demokratisch gewählt. Und die haben gesagt, wir müssen in Griechenland den Menschen die Rente kürzen, wir müssen die Beamten rausschmeißen, wir müssen die Löhne kürzen und dann geht es Griechenland wieder besser. Glaubt das jemand? Nein. Wir haben 23% aller Erwerbstätigen, die sich in prekären Arbeitsverhältnissen befinden. 7 Millionen Menschen haben weniger als 8,50 Euro Stundenlohn. 2,2 Millionen Menschen unter 5 Euro. Und Frauen verdienen in unserer Republik immer noch um 22% weniger für die gleiche Arbeit als Männer. Das ist doch kein Idealzustand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch für ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland eigentlich eine Schande, dass das so ist. Das kann man doch nicht so tun, als ob das normal ist. Und dem